Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Viele in meinen Streams fragen mich, Dom, wie macht man eigentlich richtig Aerials oder Air-Dribblings? Mittlerweile werden die Fragen sogar schon so enorm, dass ich in jedem Stream mindestens 5-mal diese Frage beantworten muss. Darum dachte ich mir, ich zeige euch heute, wie man richtig Air-Dribbles und Aerials angeht, in meinem Style. Wenn du Rocket League Autos, Items oder Blueprints kaufen oder verkaufen willst, schau bei AOR vorbei. Klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Und mit dem Gutscheincode ANYART sparst du nochmal 3% auf deinen Einkauf. Und wenn du Guthabenkarten richtig günstig haben möchtest, für die Switch, PS4, Xbox oder Steam bist du 10 Euro günstiger, dann check meinen Partner G2A ab. Der zweite Link in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir sind hier gerade im Training drin und bevor die Frage gleich aufkommt in den Kommentaren, wie man den Ball so berührt oder so hinspielt, das hier ist die Buckesmod. Dazu gibt es ein Video auf meinem Kanal, der ist in der Beschreibung oder hier oben links gerade verlinkt. Gerne einmal angucken. Die Mods gibt es aber nur für Steam, noch nicht für Epic. Gerne runterladen, dann könnt ihr auch den Ball super easy so spielen im Training, um auch vor allem Aerials oder Air-Dribblings besser hinzubekommen. Aber die Buckesmod kann noch viel mehr. Zum Beispiel kannst du dein ganzes Auto mit allen Items ausstatten für dich persönlich. Du kannst unter anderem auch deine MMR-Punkte anzeigen lassen, also wie gut du wirklich in Punkten gerankt bist und noch vieles, vieles mehr. Klick bitte am besten mal in die Beschreibung, dort ist wirklich alles verlinkt. Ich bin eventuell nicht die beste Person, die euch ein Aerial oder ein Air-Dribbling beibringt, aber ich glaube mittlerweile habe ich doch ein bisschen was erreicht, vor allem bei den Mechanics und in meinem Freeplay, um zu sagen, ich bin in der Lage, euch das so grob zu erklären. Wir fangen Step by Step an und fangen wirklich ganz, ganz langsam an. Das Wichtigste ist, wie treffe ich einen Ball, um einen Ball vor allem auch gut mitnehmen zu können. Es gibt viele verschiedene Methoden, einen Ball zu treffen und nicht alle sind perfekt für einen Aerial oder Air-Dribbling. Dafür fangen wir erstmal auf dem Boden an. Step Nummer 1. Wenn du schneller als der Ball bist, spielst du den Ball weg. Der Ball liegt, du bist schneller als der Ball. Was passiert? Der Ball pusht weg und du hast keine Chance mehr ranzukommen. Das ist nicht gut. Zweite Methode ist, der Ball ist schneller als du. Dann passiert Folgendes, du nimmst den Ball quasi ein bisschen nach oben. Das heißt, du kannst den Ball vielleicht sogar eher dribbeln. Aber für einen Aerial oder Air-Dribbling ist das Ganze auch ein bisschen suboptimal, weil du willst ungerne mit einem Ball auf dem Kopf an die Wand fahren, sondern am besten halt hier unten. Das heißt, du nimmst Methode Nummer 3, du bist genauso schnell wie der Ball. Das heißt, wenn du eine Geschwindigkeit erreichst, die genau gleich ist wie der Ball, dann kommst du gut mit dem Ball voran und kannst danach in einen Dribble oder auch eben einfach in ein Aerial übergehen. Das heißt, du bist genauso schnell wie der Ball. Das ist für mich die wichtigste Lektion, die ich persönlich gelernt habe. Der zweite Punkt ist, wie berühre ich einen Ball, wenn ich gleich schnell bin wie der Ball? Es gibt auch da für mich persönlich eine Faustregel, die ich ganz gerne anwende, und zwar legen wir uns den Ball mal hier in die Mitte hin. Wir stellen uns mal vor, der Ball hat 360 Grad. Das heißt, ich stehe gerade hier bei 0 Grad. Das hier wären jetzt 0 Grad, dann wären das hier 90 Grad und das hier in der Mitte wären 45 Grad. Jetzt versucht euch mal zu verinnerlichen und zu sehen, wo ungefähr 45 Grad ist, und zwar hier im Bezug auf die Nullachse, die hier ist. So, das heißt, wenn ihr einen Ball mit einem Aerial annehmen wollt oder führen wollt, nehmt ihr den Ball ungefähr im 20 Grad Winkel zum Ball, heißt so ungefähr im 20 Grad Winkel und fahrt so auf die Wand zu, in derselben Geschwindigkeit wie der Ball. Heißt, der Ball hat eine gewisse Geschwindigkeit, so, 20 Grad Winkel wäre so und somit kommst du gut rum, kannst den Ball gut nehmen und kannst den Ball von der Wand wegpushen, einmal springen und dann bist du im Aerial. Das ist Step Nummer 2, den wir lernen müssen. Step Nummer 3 ist, wann springe ich ab mit dem Ball? Es gibt eine, auch da wieder eine Faustregel vom Dom, der die selber aufgestellt hat, und zwar springe niemals hier ab. Wenn du hier abspringst, hast du ein Problem, und zwar du siehst, es klappt nicht so gut, wenn du hier im Bereich der Kuhle abspringst. Ich würde ungefähr abspringen, sobald du diese erste Hürde überstanden hast, also quasi hier bist. Ab da kannst du mindestens abspringen und dann quasi dich zum Ball drehen, natürlich mit Speed, aber du wirst schnell merken, springst du früh ab, hier passiert Folgendes, du bist irgendwo in der Luft, du hast keinen Druck, um abzuspringen, du bist einfach nur
an der Wand und fliegst da weiter hoch. Deswegen, wenn du Speed hast, springst du ab und drehst dich richtig. Das heißt, etwas höher ansetzen, du springst ungefähr hier ab und dann bist du im Prinzip im Aerial oder im Dribble drin. Das Ganze natürlich mit dem Ball im Endeffekt, ganz, ganz wichtig natürlich, den Ball sollte man nicht vergessen. Aber Lektion Nummer 3 wäre dann und die letzte Lektion natürlich die Air Roll. In den Optionen gibt es bei der Steuerung folgende Möglichkeiten bei den Tastenbelegungen. Und zwar kannst du einmal reingehen und dort siehst du die Rolle im Sprung. Die solltest du dir irgendwo draufpacken, wo du gut klarkommst. Ich empfehle euch LB oder L1 zu nehmen. Mit der Rolle im Sprung machst du folgendes. Du machst, wenn du die Taste drückst und danach zur Seite lenkst, also gerade mache ich nichts, nur lenken, dann lenken sich die Räder. Wenn ich aber die Air Roll halte und springe, dann lenkt sich mein Auto in horizontaler Linie nach links und nach rechts. Und das brauchst du halt, um dich in der Luft zu navigieren. Das heißt, ne, du springst von der Wand ab, nutzt danach die Air Roll und drückst den Knopf rein und dann kannst du dich im horizontalen Bereich bewegen. Wenn wir jetzt alles zusammen machen und du hast den 20-Grad-Winkel, du bist so schnell wie der Ball, du drehst dich richtig rum, dann kannst du hier sowas, hinbekommen und kannst einen Dribble oder Air-Dribbling schön smooth hinbekommen. Eine ganz wichtige Sache, die oftmals vergessen wird im Training, hast du natürlich unendlichen Boost. Du kannst den Boost in den Optionen natürlich auch ausstellen, Optionen, dann Gameplay und den ersten Haken rausnehmen, aber natürlich hast du, wenn du im Training ein Aerial angehst oder ein Air-Dribbling, unendlich Boost und kannst natürlich ganz, ganz viele Sachen damit machen. Das kannst du im richtigen Spiel natürlich nicht. Da musst du immer auch drauf achten. Also ich empfehle dir, wenn du wirklich mal versuchst, Aerials im Training zu machen, ohne zu freestylen, also ohne vielleicht im nächsten Step dann irgendwie zu überlegen, wie kann ich mich drehen in der Luft, wie kann ich den Ball versuchen, in der Luft noch möglichst elegant mitzunehmen, mach erstmal den unbegrenzten Boost aus und dann kannst du das Ganze so üben, wie man es auch im Spiel hätte dann ja vorführen können. Hoffentlich kannst du es auch bald. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Das waren alle meine Tipps zum Thema Air Dribbling und vor allem auch Aerials. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, ein Air Dribbling vom Boden aus zu starten, aber das will ich in diesem Video erstmal nicht thematisieren. Es geht da erstmal um die Wall Air Dribblings. Deswegen würde ich mich sehr um einen Daumen nach oben freuen und schreibt mir gerne in die Kommentare, was man vielleicht noch anders machen könnte, was ihr für Tipps habt oder wie ihr generell Air Dribblings angeht, damit ihr den Anfängern vielleicht auch nochmal helfen könnt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal sehen wir uns gerne wieder. Haut rein, macht's gut und tschüss.